Lie True. Wahre Ungeschichten. Geschichte? Mal anders. Irgendwo, weit, weit draußen am Rande des Universums, brauchte die Natur 3 Milliarden Jahre, um aus einem Felsbrocken einen recht hübschen Planeten zu formen, auf dem Leben entstehen konnte. Zunächst war es ganz einfaches Leben, das kaum bis 3 zählen konnte. Und so brauchte es ein paar weitere 100 Millionen Jahre, bis sich aus dem Planeten eine Spezies entwickelte, die zunächst das Feuer entdeckte und Kannibalismus weit verbreitet war, Steinwerkzeuge anfertigte, sowie gleich darauf die erste Mai-Demo erfunden wurde. Und schließlich über Metallverarbeitung, Computerindustrie und einem bedingungslosen Grundeinkommen verfügte, sodass man sich weg vom gebührenfinanzierten Fernsehen auch über interstellare Raumfahrt Gedanken machen konnte. Es vergingen noch weitere 1000 Jahre, bis man schließlich so weit fortgeschritten war, dass man auch das letzte Glas Zigeunersoße in eine kulturgerechte Bezeichnung XL7-V-38-9 umbenannte und 2 Tage später das erste funktionstüchtige interstellare Raumschiff baute. Ein gewaltiges Schiff unglaublichen Ausmaßes mit 2 Außenklos und ungefähr 35 Zentimeter schwer. In der Hoffnung, andere, technisch weiterentwickelte Zivilisationen in den Tiefen des Universums zu finden, von denen man noch so viel lernen könnte, schickte man eine Generation von Astronauten auf eine lange, lange Reise, wohl wissend, dass sie die 2. Halbzeit der eben erst angepfiffenen Partie zwischen P3CD und 2R-Popo nicht live miterleben würden. Leider überlebten jedoch nicht alle Astronauten die 75.000 Jahre andauernde Odyssee durch die Unendlichkeit des Nichts, weil der damals zuständige Techniker einige der Schlafkammern aus Versehen mit Leberwurst anstelle von Kryogas befüllt hatte. Letztlich blieben nur 2 Reisende übrig und neben Energie, Sauerstoff, Wasser und, das kann ich nicht lesen, naja, jedenfalls ging ihnen im Raumschiff so alles aus, selbst die Haare. In allerletzter Not und Kraft rettete man sich jedenfalls auf einen kleinen blauen, von Wasser bedeckten Planeten namens Erde. Genauer gesagt geschah dies in unserer Zeitrechnung im Jahre 1823 und die beiden interstellaren Astronauten landeten auf einem Flecken des amerikanischen Kontinents. Ganz präzise gesagt in Nevada, gleich vor der großen Eiche, links neben der Farm vom alten Bill. Und so stiegen die beiden Reisenden schließlich aus ihrem Raumschiff und begrüßten den alten Bill, der auf seinem noch älteren Klepper angeritten kam. Seid gegrüßt, Erdling! Wir sind Freunde und kommen in Frieden! Oh, ihr dreckigen Pferdediebe! Jetzt seid ihr ein Fest für die Geier, ihr Halunken! Was lernen wir aus dieser Geschichte? Nach dieser wahren Begebenheit entstammt unter anderem erstens die Redewendung zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und zweitens alle nachfolgenden UFO-Sichtungen und Landungen auf zumindest dem nordamerikanischen Kontinent sind hiermit nachweislich erlogen, da sich natürlich im Universum warnend herumgesprochen hat, dass es keine gute Idee ist, gerade auf diesem Flecken Erde zu landen, solange die amerikanische Waffenlobby dem alten Bill noch Gewehr und Munition verkauft.